Tja, damit dann hallo und guten Abend YouTube zu diesem weiteren Unboxing einer weiteren Pusheen-Box. Und dieses Mal, sie ist lila. Und da wird man sich fragen, warum ist die Pusheen-Box jetzt lila? Na ja, ganz einfach. Es ist Herbst, es war Halloween vor kurzem. Eigentlich sollte diese Box sogar noch kurz vor Halloween kommen, aber naja, internationaler Versand, Zoll und so weiter und so fort. Dauert alles ein bisschen. Jedenfalls ist Pusheen dieses Mal verkleidet als ein kleiner lila Drache. Ist ziemlich süß und ansonsten haben wir natürlich, wie gehabt, auf der Rückseite das klassische Katzenschwänzchen, einen weiteren Flügel auf der anderen Seite und unten, klar, wie gehabt, Katzentatzen. Unabhängig von der Fellfarbe würde ich aber sagen, wir schauen jetzt hier einfach mal direkt rein, ohne lange Umschweife und daher, ja, ich würde sagen, wir stellen die Box wieder nach unten, dann nimmt sie auf dem Tisch nicht so viel Platz weg und dann schauen wir mal rein. Und das Erste, was einem dieses Mal entgegenkommt, ist tatsächlich mal was zum Anziehen. Und zwar ein, wie ich vermuten würde, Sweatshirt. Und wenn wir das mal aufhalten, dann sehen wir schon... da sind ein paar Pusheens drauf. So ein ganz paar. Ich weiß nicht genau, ob ich das so direkt zur Uni anziehen werde. Mal gucken. Aber auf jeden Fall, zumindest hier zu Hause, vielleicht auch noch an dem einen oder anderen Tag, mal gucken. Es fühlt sich erstmal relativ weich an, ist 60% Baumwolle und 40% Polyester, für die es interessiert. Und der Druck, ja, sieht eigentlich auch soweit erstmal ganz okay aus. Und wie gesagt, die Pusheens sind hier wirklich auf den Ärmeln, auf dem Rücken, auf der Vorderseite komplett überall drauf. Auch der Pullover ist ein entsprechendes Pusheen Box Exclusive Item, das heißt, das kriegt ihr so weiter nicht im Laden zu kaufen. Machen wir weiter mit dem nächsten, was hier jetzt so drin ist. Und das ist, ja, gut, ein herbstlicher Notizblock. Also, bin mir nicht hundertprozentig sicher, wie gut das jetzt hier in der Kamera rüberkommt. Aber es ist so ein, ja, entsprechendes Wackelbild, was dann hier so ein bisschen die feinen Blätter simulieren soll. Und ansonsten innen drin ganz normal liniertes Papier. Also jetzt nichts weiter Bewegendes dran. Wird also relativ praktisch, wenn einer meiner alten Blöcke mal wieder leer ist. Und man sieht hier dann auch, das ist diesmal auch wieder eine Pusheen Box Exclusive. Könnt ihr also so noch nicht irgendwo im Online-Shop kaufen. So, ich glaube, für das nächste Item bin ich dann doch etwas sehr stark außerhalb der Zielgruppe, denn wir haben hier Haarspangen mit Pusheen-Ohren aufgesetzt. Okay, das ist schon lustig. Und auch ein Pusheen-Schwanz mit Haarspange. Ja, und die Idee dahinter ist, so wie es hier entsprechend draufsteht, das ist ein Kostümset. Das heißt, ihr könntet hier an Halloween oder hättet hier an Halloween entsprechend als Pusheen gehen können. Witzige Idee, aber ich glaube, da bin ich dann doch nicht ganz die Zielgruppe für. Wie dem auch sei, mal wieder ein Pusheen Box Exclusive. Das heißt, wenn ihr unbedingt diese Haarspange haben wollt, dann bin ich, glaube ich, in Deutschland einer der wenigen, der die hat. Also, schreibt mich an. Keine Ahnung. Ja, wenn wir uns die mal so im Detail hier angucken, haben wir hier entsprechend eine Spange und dann hier, ja, relativ stabil das Ganze, aber auch wunderbar weich und flauschig. Ein entsprechendes Pusheen-Ohr. Entsprechend gibt es noch ein zweites, sodass man die sich dann entsprechend so auf den Kopf draufsetzen kann. Der Pusheen-Katzenschwanz hat keine lange Spange, also den könnte man dann auch durchaus irgendwie, oder sollte man vermutlich dann irgendwo, ja, weiß nicht, ans T-Shirt hinten mit dranhängen. Quasi ein graues T-Shirt, die beiden Ohren, diesen kleinen Katzenschwanz hier und dann ja, vielleicht noch ein bisschen Make-up, Schminke ins Gesicht und dann könnt ihr als Pusheen gehen zu Halloween, wenn ihr dann unbedingt wollt. Lustig ist es schon. Okay, das nächste hier sind, ich kann es auch nochmal die Kamera halten, Silicone Coasters. Auch wieder natürlich eine Pusheen Box Exclusive. Und nehmen wir mal raus. Aber verschiedene. Einerseits eine, ja, kommt drauf an, wie rum man zählt. Jetzt liegend oder halbwegs stehend, sitzend, weiß ich nicht, Pusheen. Ah, hinten ist Text drauf, also entsprechend so. Dann haben wir hier noch eine, die mehr so liegt und dann noch eine sehr freudig Pusheen. Ich glaube, die sind tatsächlich dann wirklich dafür gedacht, dass man Getränke drauf abstellt. Ob ich da jetzt unbedingt eine heiße Tasse Tee drauf abstellen wollen würde, das sei jetzt mal noch dahingestellt. Aber auf jeden Fall ist das schon echt ganz witzig.
Ich glaube, auf Kindergeburtstagen würde sowas richtig gut ankommen, wenn man da den Kindern entsprechend so einen Untersetzer dann fürs Getränk mit hinlegt. Das nächste, was wir haben, ist relativ praktisch für den Büroalltag. Und zwar sind das, Pusheen Sticky Notes. Das heißt, ihr habt hier Haftnotizen, auf die ihr ganz normal draufschreiben könnt, wie man das auch so kennt von Haftnotizen. Und diese haben dann nun mal eben, ja, eine Pusheen-Farbe. Ist auf jeden Fall ganz niedlich. Und damit füllt man am Kanban-Board dann auch definitiv noch wieder mit auf. Auch hier wiederum haben wir ein Pusheenworks Exclusive. Also diese ganze Box scheint so ziemlich ein Pusheenworks Exclusive zu sein. Holen wir die einmal kurz raus. Ja, ist ein ganz normaler Block. Haftnotizzettel. Wie gesagt, Pusheen ist drauf. Ja, könnt ihr quasi auf den großen, dicken, runden Bauch entsprechend eure Notizen mit draufschreiben. Und je nach Schriftgröße eurer Handschrift passt da dann auch einiges mit drauf. Okay, das nächste, was wir haben, ist auch wieder sehr herbstlich, Halloween-thematisch. Und zwar ist das quasi ein Duftbaum, den ihr euch ins Auto hängen könnt, beziehungsweise auch zu Hause irgendwo. Und wollen wir mal gucken, wie der so riecht. Okay, ich würde sagen, es riecht herbstlich. Irgendwie ein bisschen Zimt, ein bisschen Kürbis, glaube ich. Ja gut, Pumpkin Spice ist ja auch sehr beliebt in den USA. Also da gibt es zur Herbst- und Halloween-Zeit gibt es ja nichts irgendwie, was mal ohne Pumpkin Spice ist. Es ist Wahnsinn. Also da fehlen einem dann teilweise echt die Worte. Wenn man Pumpkin Spice eigentlich oder Kürbis nicht so wirklich mag, dann ist man dann irgendwann doch ganz schnell genervt von diesem ganzen Pumpkin Spice-Zeug. So, als nächstes passend zum Notizblock haben wir dann einen Kugelschreiber, an dem auch noch ein kleiner Pusheen-Anhänger hier mit dran ist. Ist, glaube ich, nicht viel zu sagen, es ist halt ein Kugelschreiber. Das nächste hier ist irgendwie ein bisschen größer und schwerer. Und man kann es vielleicht schon, kann man es hier? Ja, man kann es hier schon erahnen oder lesen. Es ist tatsächlich eine Pusheen-Tasse. Und dieses Mal tatsächlich kein Pusheen-Box Exclusive. Das heißt, diese Tasse könntet ihr vermutlich dann auch irgendwo im Online-Shop mitkaufen, falls ihr jemanden kennt, der das Ganze gerne ja, quasi hätte, so als Pusheen-Fan. So, wollen wir gucken, ob noch alles heil ist. Also das Ganze ist hier schön in Luftpolsterfolie eingepackt. Das ist keine große Tasse, 6 Ounce ist, fragt mich jetzt nicht, wie viel das ist. Ich blende euch das hier mal mit im Bild ein, wie viel das in Millilitern ist. Und wir haben hier dann entsprechend ein Pusheen drauf mit ein paar Äpfeln. Und auf der Rückseite ist es weiß und auch innen drin ist da jetzt nicht irgendwie was Besonderes drin. Eine kleine Tasse, relativ schwer. Also da bin ich tatsächlich überrascht, dass sie da so viel an einem Material mit verwendet haben. Das spricht hoffentlich für eine gute Qualität. Und die Untertasse dann, auch die ist heil angekommen, hat hier ein entsprechendes Korbmuster drauf. Das heißt, wenn ihr das beides zusammenstellt, dann habt ihr hier entsprechend Pusheen sitzend im Apfelkorb sozusagen. Ja, bin ich doch tatsächlich überrascht, wie schwer das Ganze ist und wie hoffentlich qualitativ hochwertig. Allerdings steht hier natürlich dann auch noch mit drauf, dass das Ganze nur von Hand abgewaschen werden sollte und auch nicht in die Mikrowelle sollte. Das heißt, jetzt wird sich zeigen, wie langlebig hier denn die Farbe ist. Aber erstmal würde ich sagen, ja, das sieht okay aus und ich bin da echt überrascht. Ja, es ist sogar noch vom Material her etwas schwerer als der kleine Pusheenbecher, der es ja in der Frühjahrsbox gab. Ja, also ich bin. Ich mag die Tasse. Ist ja nicht so, als hätten wir hier im Haus schon mehr als genug Tassen, aber die ist lustig. So, was haben wir noch? Wir haben noch. Ja, und das ist dann auch das Letzte. Natürlich mal wieder eine Vinylfigur. Ja, das ist quasi, ich glaube, das ist das Standard-Item irgendwie in der Pusheen-Box. Und das ist dann auch, wie gesagt, der lila Pusheen-Drache, weil Halloween-Verkleidung. Und auch hier wiederum ein Pusheen-Box-Exclusive. Also bis auf die Tasse war alles exklusiv für die Pusheen-Box. Ja, also wir haben hier, wie gesagt, eine lila Pusheen mit entsprechenden Flügeln dran. Qualität ansonsten jetzt, ja, wie die anderen beiden Vinylfiguren auch schon aus den letzten
Paketen relativ gut, aber auch jetzt nichts Außergewöhnliches. Wird sich dann also hier an der Seite zu den anderen Vinylfiguren mit einreihen. So, und hier jetzt nochmal alles quasi in der Übersicht, was so dieses Mal alles mit drin war. Es ist wieder eine ganze Menge, wie ich finde. Und mein Highlight ist so, ja, ich glaube, der Pullover, der ist schon ziemlich cool und die Tasse ist auch super. Und natürlich die Haftnotizen. Lasst mich mal unten in den Kommentaren wissen, was so euer Highlight war und ob ihr tatsächlich als Pusheen verkleidet tatsächlich zu Halloween gehen würdet. Ansonsten, Zollerfahrung war dieses Mal wieder anders, denn der Preis oder der Wert stand zwar drauf auf der Box, trotzdem muss ich das Ganze im Zollamt abholen, konnte es nicht wie beim letzten Mal im bequemen Post machen. Ist ein bisschen ärgerlich, weil es dann auch wieder da entsprechend ausgepackt werden musste und das ist alles immer ein bisschen merkwürdig und extra Aufwand, der ein bisschen ärgerlich ist. Nichtsdestotrotz, die Pusheen-Box nach wie vor eine super Geschenkidee. Ist halt nur ein bisschen aufwendiger und teurer, wenn man das Ganze hier dann in Deutschland tatsächlich bestellen würde. Nichtsdestotrotz, ich habe mich jetzt super über diese Box gefreut und ich werde mich jetzt an ein paar B-Roll-Aufnahmen machen, die ihr hier schon jetzt in den vergangenen Minuten gesehen habt. Und ja, dann demnächst auch noch wieder neue Videos machen. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann klickt entsprechend da oben auf Abonnieren oder ihr schaut euch hier unten links und rechts noch mehr Videos an. Und ja, wir sehen uns dann auf jeden Fall im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut. Ciao.